Es stimmt durchaus, die Kapitalmarktunion wird seit langem gefordert. Umfassend realisiert wurde sie bisher nicht. Die Kapitalmärkte in Europa sind weit davon entfernt, vollständig integriert zu sein. Und woran liegt das? Ein Grund ist die vielschichtige Materie. Das ist sicherlich nicht alles trivial. Es ist immer leicht, über die Kapitalmarktunion zu sprechen. Der Teufel steckt wie so oft bei den Themen im Detail. Es geht also nicht um eine Maßnahme, die uns einen gemeinsamen europäischen Kapitalmarkt beschert, sondern notwendig wäre ein ganzes Bündel an Maßnahmen, die zum Teil tief in nationales Recht eingreifen würden. Bisher ist vieles nicht gelungen, die hierfür erforderlichen politischen Einigungen zu erzielen. Es würde sich aber lohnen, denn die Chancen sind groß. Ein tiefer, liquider Kapitalmarkt erleichtert es, privates Kapital zu mobilisieren. Und das benötigen wir in großem Umfang, um die ökologische und digitale Transformation der europäischen Wirtschaft zu forcieren. Wir benötigen Vorstellungskraft, wenn es um Europa geht. Das gilt im Übrigen aus meiner Sicht nicht nur für die Themen, die ich angesprochen habe, Währung, Kapitalmarkt und Bankenunion, weil sie eben so gut den europäischen Binnenmarkt ergänzen. Hier nach Vollendung zu streben, lohnt sich in der Tat. Der Binnenmarkt ist nicht nur ein Wohlstandsmotor, er ermöglicht uns auch, und das wird immer wichtiger, aus einer Position der Stärke für unsere europäischen Werte und Interessen einzutreten. Dies wird immer wichtiger in einer sich wandelnden Welt, eine Welt, die unruhiger und konfliktreicher geworden ist, womöglich auf eine multipolare Ordnung zusteuert. Europa ist die Chance, dass wir unsere Zukunft auch in einer solchen leider schwieriger gewordenen Welt selbst bestimmen können. Und diese Chance sollten wir alle gemeinsam ergreifen. Recht herzlichen Dank.